Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn Grundschüler einen Aufsatz schreiben müssen, dann bekommen sie manchmal vom Lehrer ein bestimmtes Thema vorgegeben. Kaum einer ist wohl in seiner Schulzeit darum gekommen, sein schönstes Ferienerlebnis zu schildern. Und mindestens genauso gängig sind Fantasieaufsätze etwa nach dem Motto, wie stellst du dir dein Leben in 20 Jahren vor? Und so ein bisschen musste ich daran denken, als ich gestern die finale Fassung Ihrer Digitalstrategie durchlesen durfte, Herr Pinkwart, oder als ich Sie heute Morgen eingangs Ihrer Rede gehört habe. Vielleicht haben Sie beim Verfassen dieser 76 Seiten an Jesus gedacht, dem ja der Satz, wer das Reich Gottes nicht so annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen, zugeschrieben wird. Oder vielleicht haben Sie es mit Herbert Grönemeyer gehalten, der ja singt, gebt den Kindern das Kommando, sie berechnen nicht, was sie tun. Möglicherweise haben Sie auch einfach gedacht, wenn wir schon unsere Energiepolitik an kleinen Mädchen ausrichten, warum nicht eigentlich gleich alles? Was auch immer dieses Machwerk geprägt hat, ein Glaube an Marktwirtschaft, an soziale Marktwirtschaft, war es jedenfalls nicht. Denn wo es sich nicht liest wie ein beliebiger Schulaufsatz, da liest es sich ein bisschen wie der Fünfjahresplan des obersten Sowjets. Von Walter Ulbricht ist ja das Bonmot überliefert, überholen statt einzuholen, und das hätte auch hier eine schöne Überschrift gegeben. An einer ganzen Reihe von Stellen erkennen Sie immerhin ehrlich an, dass es in NRW aktuell nicht so toll aussieht. Da besteht Aufholbedarf, da ist man im unteren Drittel, da ist noch viel Potenzial ungenutzt. Und wenn jemand fragt, warum die SPD sich im freien Fall befindet, dann braucht man ihm eigentlich nur diese vermeintliche Strategie vorzulegen. Denn die Sozialdemokratie ist anscheinend unsterblich. Sie lebt jetzt im Körper ehemaliger Liberaler und Christdemokraten weiter. Und da wundert es einen nicht, wenn der Verband der Familienunternehmer, immerhin die Vertretung von 180.000 Unternehmen in Deutschland, den CDU-Wirtschaftsminister wieder auslädt, nachdem dieser öffentlich seine kryptosozialistischen Industriepläne vorgestellt hat. Da wundert es einen auch nicht, dass die Landes-FDP am Wochenende den Restbestand marktwirtschaftlicher Vernunft über Bord geworfen hat und per Parteitagsbeschluss jetzt den Ökosozialismus natürlich im liberalen Mäntelchen predigt. Wo ihr Konzept politisch einzuordnen ist, das lässt sich auch wunderbar an dieser bisherigen Debatte ablesen. Nein, Frau Kampmann und Herr Bolte-Richter haben keine anderen Ideen. Auch die glauben, dass unsere wirtschaftliche Entwicklung staatlichen Mikromanagements bedarf. Und weil die beiden am Grundtenor dieses Papiers gar nichts auszusetzen haben, blieb ihnen wie immer nichts anderes übrig, als die alte Leier zu singen, wer hat den Beirat zuerst gegründet, wer hat den Hub zuerst eingesetzt. Meine Damen und Herren von Schwarz-Gelb, Sie schreiben, Sie wollen eine neue Gründerzeit für Nordrhein-Westfalen, und das hört sich erstmal gut an. Aber ich glaube, Sie wissen nicht so recht, was die Gründerzeit war. Historiker verstehen darunter die Phase unmittelbar vor dem sogenannten Gründerkrach 1873, in der die industrielle Revolution ihren Höhepunkt erreichte. Sie glauben also, Sie können quasi per Direktive eine neue industrielle Revolution entfachen. Auch davon ist ja in Ihrem Papier die Rede. Und wir kennen ja alle die großen Namen dieser Epoche. Krupp, Hösch, Stinnes, Haniel und so weiter. Nehmen wir mal Krupp. Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass der auch nur einen Kochtopf konstruiert hätte, wenn 1811 schon das heutige Bürokratiedickicht gegolten hätte. Wo wäre der wohl hingegangen? In das Land der Rekordstrompreise, der überbordenden Bürokratie, der hohen Steuern, der versagenden Bildungseinrichtungen, der kaputten Infrastruktur und der neosozialistischen Wirtschaftspolitik? In Ihrer Vorstellungswelt hätte er sich vermutlich an den örtlichen Steel Hub gewendet, hätte dargelegt, dass sein Geschäftsmodell nachhaltig, klimaneutral und, Frau Kampmann ist weg, gendergerecht ist und was es heute sonst noch alles sein muss. Und dann hätte man ihm ein Gründerstipendium genehmigt, er hätte seinen Gewerbeschein natürlich online beantragt und schon wäre es losgegangen. Und wenn Sie merken, wie absurd diese Vorstellung ist, dann merken Sie auch vielleicht, wie absurd die ganze Denke ist, die aus diesem Papier strömt. Wahrscheinlich aber merken Sie es nicht. Grob, das war ja gestern, heute geht das anders. Aber dann nehmen wir mal was Digitales, dann nehmen wir mal Zuckerberg,
Page, Brin, Jobs oder Gates. Sie merken schon, das sind alles keine deutschen Beispiele, nicht einmal europäische, denn davon gibt es auch kaum welche. Und das liegt an genau dieser Politik, die sich in diesem Papier manifestiert. Page, Jobs und so weiter, die haben keine Förderanträge ausgefüllt und mussten keine Förderbürokraten von ihrem Businessplan überzeugen. Ja, sie hatten nicht mal eine. Sie haben gemacht und man hat sie vor allem machen lassen. Und davor, das ist ganz wichtig, waren sie auf Schulen und Universitäten, auf denen man Unternehmer nicht verteufelt, sondern verehrt hat. Da liegt das Problem, meine Damen und Herren. Unsere Politik bremst seit Jahrzehnten jeden aus, der vorankommen will, der Wettbewerbsgeist hat, der etwas schaffen will. Und wenn Sie sagen, Sie machen wirtschaftsfreundliche Politik, machen Sie die Politik, die Ihnen von den Lobbyisten einiger weniger großer Player eingeredet wird. Sie machen eine Politik, die diesen großen Playern lästige Konkurrenz vom Leib halten soll und die es Neueinsteigern quasi unmöglich macht, an den Markt zu gehen. Oder Sie machen eine Politik, die Ihren Hätschelkindern zugutekommt. Etwa der Windkraftindustrie, die die deutschen Stromverbraucher mit ein paar 10.000 Euro pro Arbeitsplatz und Jahr subventionieren müssen. Das aktuelle Lieblingskind ist aber die Elektromobilität. Da baut jemand Fahrzeuge, die sich gerne mal selbst entzünden und die bei eingeschalteter Heizung sich recht schnell in einen großen, unbeweglichen Haufen Plastik verwandeln und sie tun so, als habe der das Rad erfunden. Und obwohl der Steuerzahler diesen Fahrzeugen noch staatliche Subventionen hinterherwerfen muss, lesen wir gestern in der Presse, dass der Eigner und gleichzeitig größte Kunde dieses Unternehmens über einen Ausstieg nachdenkt. Aber das ist sicher nichts, was Sie nicht mit ein paar weiteren Steuermillionen regeln können, meine Damen und Herren. Wir sind aber nicht mehr in der Marktwirtschaft, nicht mal einmal mehr in der sozialen Marktwirtschaft und schon gar nicht im Kapitalismus. Was Sie predigen und leider auch leben, das ist Korporatismus. Das ist die enge Verflechtung zwischen Staat und Wirtschaft, das ist die Ausschaltung von Wettbewerb und damit leider auf Sicht auch das Ende unseres Wohlstands. Denn wer nicht zu Ihren Hätschelkindern gehört, wer die schwächere oder womöglich gar keine Lobby hat, dem werfen Sie fleißig Knüppel zwischen die Beine. Das sind zum einen die kleinen und mittleren Unternehmen, die Sie zwar bei jeder Gelegenheit als das Rückgrat unserer Wirtschaft beschwören, für die Sie aber de facto nicht viel tun. Die ächzen unter Bürokratie, unter Steuerlast, die leiden an schlechter Infrastruktur und an schlecht ausgebildetem Nachwuchs. Und außer weiteren nicht näher definierten Entfesselungspaketen können Sie sich von diesem Papier gar nichts erhoffen. Noch schlimmer sind eigentlich nur die dran, für deren Vernichtung freitags jetzt Kinder demonstrieren. Etwa die Automobilindustrie und ihre Zulieferer. Die kommt in ihrem Papier quasi gar nicht mehr vor. Was den Leuten dort blüht, dürfen Sie aber schon auf Seite 10 nachlesen, wo von einem Zitat Umbau der energieintensiven, traditionsreichen Industrie zu einer der weltweit innovativsten sowie klima- und umweltfreundlichsten die Rede ist. Herr Pinkwart, ich habe Nachrichten. Unsere Automobilindustrie war und ist die innovativste weltweit und das können Sie nach wie vor an den Absatzzahlen nachlesen. Was gut und innovativ ist, das entscheiden zum Glück immer noch die Konsumenten und keine Behörden, meine Damen und Herren. Und die Mitarbeiter dieser Industrie, die unseren Wohlstand trägt, die Millionen von Menschen in Lohn und Brot bringt und die Subventionen erwirtschaften, die sie großzügig an ihre nicht lebensfähigen Hätschelkinder verteilen, die behandeln sie wie Dreck. Etwa die 4.000 Mitarbeiter von Ford Köln jetzt entlassen auch aufgrund ihrer wahnsinnigen Energiepolitik. Was haben sie für die getan? Wann haben sie sich bei denen blicken lassen? Nichts haben sie. Es sind halt die Schmuddelkinder, die sind nicht so wichtig. Man eröffnet lieber wieder einen neuen Hub. Der Chef der Kölner CDU hat jetzt bezeichnenderweise angeregt, dass man von diesen 4.000 doch die Hälfte in die Dienste der Stadt Köln übernehmen soll. Da sieht man, wie pervertiert ihre ganze Politik inzwischen ist. Sogar bei der CDU glaubt man, wir können davon leben, uns gegenseitig zu verwalten. Und so wenig sie offensichtlich von den einfachsten Gesetzen der Ökonomie verstehen, so wenig verstehen sie offenkundig
auch von Physik. Das Energiekapitel in Ihrem Papier ist da ein neuerlicher Tiefpunkt. Ich meine, man erwartet nicht mehr sehr viel, nachdem die Grünen-Bundesvorsitzende den Menschen erklärt hat, man könne Strom irgendwie im Netz oder in der Cloud speichern. Aber ein bisschen mehr hätte ich Ihnen zumindest zugetraut, Herr Brinkwart. Aber viel ist das nicht. Smart soll jetzt alles sein. Smart Grid, Smart Meter und so weiter. Aber ich verrate Ihnen was, Ihr Netz kann noch so smart sein. Es muss trotzdem den Gesetzen der Physik gehorchen. Und das wichtigste Gesetz in diesem Fall ist, du musst so viel Strom einspeisen, wie du an anderer Stelle wieder herausnimmst. Speichern ist kaum möglich. Aber auch daran haben Sie gedacht. Sie schreiben, dass das Netz der Zukunft unter anderem auf effizienten Speichern ruhen soll. Punkt. Kein Wort darüber, wo diese Speicher herkommen sollen. Das weiß auch kein Mensch. Vielleicht müssen wir alle nur ganz fest daran glauben. Und so ersetzt der fromme Wunsch die politische Vernunft. Und Schwarz-Gelb ist endgültig im ökonomischen Phantasialand der Grünen angekommen. Nur ab und an, da schimmert ein bisschen traurige Wahrheit durch, wenn zum Beispiel von intelligentem Lastmanagement im Stromnetz die Rede ist. Was das heißt, das werden die Bürger spätestens dann erfahren, wenn sie die letzten Kohle- und Kernkraftwerke abgeschaltet haben. Wenn dann kein Wind weht und französische oder belgische Kernkraftwerke die Lücke nicht mehr schließen können, wird es zum sogenannten Lastabwurf kommen. Dann werden sie Verbraucher vom Netz nehmen. So macht man das in unterentwickelten Ländern, meine Damen und Herren. Man rationiert den Strom. Meine Damen und Herren, das ist die traurige Realität, die Sie in diesem Papier wieder einmal unter vielen blumigen Buzzwords verstecken. Wenn Sie wirklich unseren Wohlstand erhalten und ausbauen wollen, dann zerschlagen Sie nicht weiter seine Fundamente. Und wenn Sie eine neue Gründerzeit wollen, dann schaffen Sie mehr Freiheit und nicht neue Bürokratie. Ihre planwirtschaftlichen Blütenträume jedenfalls bringen unser Land keinen Millimeter voran. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Kretschler.